Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir müssen Menschen öfter und schneller deportieren. Das ist die Übersetzung der Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz im Spiegel International vom 20. Oktober. Und es folgte kein medialer Aufschrei. Die Vokabel kann auch abschieben bedeuten, aber die wörtliche Übersetzung ist deportieren. Und wenn der Kanzler nicht deportieren meint, warum sagt er es so? Anstatt sich über diesen Bundeskanzler zu empören, gehen manche Menschen mit ihm gemeinsam auf Demonstrationen für mehr Demokratie und gegen rechts. Da fragt man sich schon, was stimmt nicht mehr in Deutschland? Umgekehrt wird aus einem privaten Treffen, bei dem nur über Abschiebung gesprochen wurde, eine Geheimverschwörung gebastelt und das Märchen rein erfunden, die AfD wolle deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund willkürlich deportieren. Skandalös ist nicht nur, wie hier von gleichgeschalteten Eliten unter Einschluss der Exekutive eine Lügengeschichte konstruiert wird, um die Menschen in Deutschland gegen die Opposition aufzuhetzen, sondern wie gleichzeitig die furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus an den deutschen und europäischen Juden massenhaft durch ekelhafte Vergleiche verharmlost werden, auch immer wieder hier im Hohen Hause. Und der Justizminister entrüstet sich nicht ob dieser ungeheuerlichen rechtsstaatlichen Entgleisungen, sondern bläst in das gleiche Horn. Welche Rolle der Verfassungsschutz beim Ausspionieren des Potsdamer Treffens mit nachrichtendienstlichen Mitteln gespielt hat, interessiert den Minister ebenso wenig wie die wahrscheinliche Weiterleitung der Erkenntnisse an die linke Lobbygruppe Korrektiv, wofür alles spricht. Denn wollte man dieser NGO ohne demokratische Legitimation, zum großen Teil aus Steuergeldern finanziert, die gleichen technischen Fähigkeiten zugestehen, die man nur von den Geheimdiensten, dem Bundeskriminalamt und den Kriminalämtern kennt, wäre es wohl eher eine kriminelle Vereinigung. Wenn der Verfassungsschutz nicht mehr seinen Auftrag zur Sammlung und Auswertung von Informationen nachkommt, sondern gezielt die öffentliche Meinung zumindest indirekt manipuliert und die Opposition bekämpft, sind Rechtsstaat und Demokratie am Ende, vor allem wenn der Justizminister dazu schweigt. Und weil er die Konfrontation mit der umstrittenen Innenministerin mit Hang zum Linksextremismus, Frau Faeser, scheut. Es war Frau Faeser, die vor kurzem die eindeutig verfassungsfeindliche Forderung erhob, Familienangehörige krimineller Clans einfach abzuschieben, also eine erweiterte Sippenhaft, weil man den falschen Nachnamen trägt, auch ungeachtet der Staatsangehörigkeit. Von unserer AfD-Politik werden dagegen alle profitieren, die legal in Deutschland sind, sich integrieren, arbeiten und Steuern zahlen, ganz egal, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Herr Minister Buschmann, Sie sind dieser Regierung wirklich würdig, und auch deshalb wird Ihre Partei mit der Ampel untergehen, und niemand, wirklich niemand, wird die SPD vermissen. Vielen Dank. Sonja Eichwede für die SPD.